deinen schwachen Magen wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast 2. So, diesmal brauchen wir nicht in der absoluten Dunkelheit herumirren. Diesmal haben wir vielleicht so etwas wie einen Hauch Licht. Ja, so ein bisschen. Mit Nachtsicht sehen wir sogar was. Haben wir ja letzte Folge festgestellt. Es gibt Dunkelheit. Die ist so dunkel, dass nicht mal Nachtsicht helfen kann. Das für ein Hersteller hier. Russ F. Kennt jeder, definitiv. Die andere Seite des Sees. Ich sehe ja noch nicht mal einen See, aber ist okay, Blake. Ehrlich gesagt sehe ich hier gar nichts. Das Gute ist, Ollum und Gollum sind ja bereits tot. Haben halt eine Runde Bungee Jumping ohne Seil gemacht. Okay, irgendwas stimmt mit dem See nicht, aber was? Sieht aber optisch schon echt nice aus. Okay. Das heißt, wenn er das Wasser nicht betreten will, werden wir wohl ein Boot oder sowas brauchen. Vielleicht das Ding da vorne. Aber ist in den Hütten noch irgendwas? Okay. Da schon mal nichts. Sind nur Fische, brauchen wir auch nicht filmen. Ist da wer drin? Oder war das der Wind? Hä? Hat er gesagt? Ach, vorwärts. Hallo? Schnell aufwerfen, mal reinleuchten. Könnte einfach nur Durchzug gewesen sein vom Fenster. Ja, hier ist nix. Absolut gar nichts. Hä, wieso? Ach doch. So sind wir hier hinten hingekommen, aber warum? So gehen wir doch von dem See wieder weg. Irgendwer oder irgendwas ist da. Okay, das ist ein Stein. Das ist nicht ganz so gefährlich. Was bist du denn schon wieder außer Atem, Blake? Bleibst hier 3 Stufen da oben und kriegst schon einen Asthmaanfall. Was wollte er denn jetzt gerade filmen? Das ging jetzt irgendwie an mir vorbei. Ah, da hinten will er was filmen, aber was? Was ist denn da? Ja, ein Baum. Oder sind das die Minen? Ah, er meint bestimmt das Gebäude da oben. Das heißt wohl, wir müssen da irgendwie hinkommen. Noch die Frage, wie? Und warum rennen wir jetzt hier ganz außen rum, oder was?
wird ja echt glauben oder vermuten, dass wir ein Boot brauchen, weil er ja gesagt hat, er will das Wasser nicht betreten. Sind wir denn hergekommen? Wir sind ja so eine Holzdings hoch. Sind wir hier wahrscheinlich wieder runter? Aber ist hier irgend... Alter, ich muss da rüberspringen. Was geht? Ja, Blake, wenn du das Ganze hier, das ganze Game hier überlebt hast, dann bist du hinterher auf jeden Fall für einen Zehnkampf gewappnet. So viel Sprinten, Jumpen hast du nicht gesehen, wie du schon machen musstest. Bist auf jeden Fall jetzt richtig gut für Olympia trainiert. Ist hier hell? Oh ja, hier ist sogar mehr hell. Ist hier noch was? Nee, da könnten wir uns nur selbst umbringen. Ist jetzt nicht ganz so die Option. Aber wir kommen Fußleiten mal. Oh shit. Habe ich noch gesehen? Ich meine, es waren sogar zwei, ne? Waren es zwei oder war es nur einer? Und sind sie ganz weg? Oder sind sie nur in die Hütte gegangen? Okay. Versuchen wir es mal hier außen lang vielleicht. Aber ich würde echt glauben, dass in der Hütte noch was drin ist, was wir brauchen könnten. Das ist eine Info. Wo sind denn die beiden Bob der Holzfäller, Leute? Weg, okay. Zumindest sehe ich sie gerade nicht. Lasst mich mal ganz kurz hier nur die Info holen. Dann bin ich auch gleich wieder weg. Wenn ihr dies findet, kehrt sofort zurück zu Temple Gate. Temple Gate? Der Feind wartet dort in der Dunkelheit. Okay, was wagen da auch noch reinzugehen? Vor allem ist hier überhaupt irgendwas drin. Sieht nicht so aus. Ah, Floß! Und ich habe irgendwas gehört hinter mir. Benutzen! Machen wir mal eine kleine Mitternachtsbootstour. Nutze zum Rudern fallende... Okay. Oder steuert aber ganz schön... Okay, floßmäßig ein bisschen. Der macht immer so 90-Grad-Kurven. So, wir steuern mal das Riesengebäude da hinten an. Kann ich lieber... Ah, die Kamera kann ich auch nebenbei halten, ja? Also er hält jetzt mit einer Hand die Kamera und paddelt dann nicht weiter. Okay. Ich wollte gerade sagen, er hält mit einer Hand die Kamera und paddelt mit zwei Händen. Was? Das hat Red Babels bedacht. Dass er dann aufhört zu rudern. Zum Henker sollen wir denn hier hin? Wo kommt der ganze Nebel auf einmal her? Sieht schon ein bisschen strange aus. Ah, die Richtung müsste noch stimmen. Boah, wenn wir gerade gar nichts mehr sehen. Außer irgendwelche komischen Geräusche. Hab ich da gerade was gesehen? Nee, ne? Ah, Nebel. Bei so einem extremen Nebel kannst du mit Nachtsicht nicht viel machen. Ein Paradies für Angler. Zurück in Paradies für Angler. Sie brauchen nur noch herkommen und abkassieren. Wow!
Okay. Ui, wer bist du denn? Floß? Muss ich auf Floß zurück, ja, ne? Lass mich dir helfen. Ich will deine Hilfe nicht. Lass mich los, Mann. Kannst du nicht mal einen entspannten Bootsausflug machen? Ah, komm, Blake, schaffst du doch noch. Jawohl. Ja, eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist toll. Oh, Blake legt sogar ein Turbo ein. Hat wohl keinen Bock mehr hier rum zu paddeln. Hey, sind wir überhaupt richtig? Auf jeden Fall so ein Fluss oder so ein See mitten im Nirgendwo mit Wellen. Kann man auf jeden Fall auch mal surfen üben. Brauchst du gar nicht in der Karibik fahren. Brauchst du nur hier irgendwo in der Butnik abstürzen, Surfbrett mitnehmen. Läuft. Angeln brauchst du hier auch nicht. Die Fische kommen dir entgegengeflogen. Weil sie einfach an der Oberfläche rumschwimmen. Okay, muss ich jetzt hier lang? Also bei unserem Glück kommt jetzt noch ein Wasserfall. Weil hier so viel Strömung, es ist irgendwie verdächtig. Es ist irgendwie extrem verdächtig, aber wir manövrieren uns hier mal halbwegs durch. Gut, dass es kein Schlauchboot ist. Bei unserer hervorragenden Fahrweise mit dem Boot können wir froh sein, dass es aus Holz ist. Okay. Ja, es wird immer schneller. Alles klar. Genau, stoß dich da doch mal ab, Mann. Noch mehr auf Befreien hämmern kann ich nicht. Alles klar, wir sind wieder frei. Ein bisschen Button-Mashing und... Die Strömung wird auf jeden Fall stärker. Nah dran, wir sind nah dran. Okay, alles klar. Because God said she had to die. Heretics, they want her to have the baby. Despite God, what do they do when there's no baby? I have to. Jesus. Lynn, I'm coming. Ja, er hat eben nochmal das gesagt, was wir nebenbei auch schon mitbekommen haben. Es gibt hier zwei Kultgruppen sozusagen. Zwei Sekten. Wir nennen es mal Sekten. Was war das eben? Sind etwa Olom und Gollum wieder zurück? Irgendwas brannte da oben noch gerade. Ja, ich dachte mir schon, dass wir irgendwas hier aufnehmen müssen. Ich dachte erst vielleicht das da rechts, aber es ist das hier vorne. Okay. Das nicht. Die sehen genauso heavy aus. Ah, ich sehe schon kommen. Irgendeine von diesen Leichen wird noch leben. So der Klassiker-Jumpscare. Irgendeine wird uns hier noch packen. Nein? Bin etwas überrascht. Hätte ich jetzt ernsthaft mit gerechnet. Ist hier irgendwo auch mal Land in Sicht? Oder? Ich meine, gut, Land haben wir überall in Sicht. Ich meine, können wir irgendwo auch mal anlegen. Bevor Blake noch lahme Arme kriegt. Oh, da oben.
Müssen wir denen vielleicht folgen? Vielleicht gehen die dahin, wo wir hin müssen. Habe ich da was gehört oder kam mir das nur so vor? Er speichert aber extrem oft. Überspringe ich jetzt hier gerade Teile vom Level, weil ich hier weiter mit dem Boot rumgondel, oder? Wieder Nebel, das ist nicht gesund, glaube ich. Extreme Strömung könnte auch nicht so gesund sein. Shit! Komm, Blake, tauch doch auf! Musste das passieren? Shit! Shit, the raft! At least they'll be there. Okay, was ist unsere Aufgabe? My raft can't have gone far. Kehre zu deinem Floß zurück, okay. Und das ist wo? Oh, da liegt was. Da liegt was. Gib mal einen Wisch. Kapitel 3. Errungenschaft freigeschaltet. Bibelarbeit. Ah ja. Das bei einem Ungläubigen wie mir. Kapitel 3 von dieser komischen... von dem Evangelium, was diese Gestörten mir selber geschrieben haben. Ja, aber wo ist das Floß? Es kann ja nur in die Richtung weiter geschwommen sein. Wo wir bestimmt nur wieder über Umwege hinkommen. Was zum... Ich höre irgendwas. Aber ich sehe keinen. Merkwürdig. Warte mal, Mikro an. Und wo kommt das? Ganz ruhig, ganz entspannt. Mache nur einen kleinen Nachtwaldspaziergang. Die Geräusche her. Kriegen es auch mit der Kamera nicht erfasst. Irgendwas im Wasser. Ah, okay, da ist es. Wie kommen wir da hin? Wir können ja schlecht einfach darüber springen. Ah, hier am Rand vielleicht lang. Okay. Hier kommen wir schon mal durch. Motherfucking no. Oh, doch. Was haben die denn mit dem angestellt? Oh, geköpft, aufgeschnitten, die Innereien raus und darum gewickelt. Sieht aus wie ein Kannibalen-Frühstücksbuffet. So, wie komme ich jetzt an das Floß? Interagieren? Okay. Okay, so könnten wir tatsächlich ans Floß kommen, aber ob wir da tatsächlich hinkommen oder ob wir selber also im Spieß landen, das
sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.